Welcome to all of you. I'm very happy, and it's a great, great pleasure to have both Meron and Richard Schneider with us today to discuss Falsche Freunde im Hass vereint, die deutsche Israel-Palästina-Debatte, or in English, False Friends United in Hate, the German-Israel-Palestine debate. In a second, we will have both our presenters introduced properly. But before that, I would just like to say a few things. And the first is obviously about the language. So I thought long and hard about what we do here today linguistically. And although it's the first time that we could have actually had this talk in Hebrew, we will swap to German soon enough. Even if the purpose of moving these talks to the afternoon was to allow people from the Americas join us later in the day, because up until the summer, up until July was our last talk, we had these talks at 11 o'clock in the morning, and then we've had some comments about wishing to have it a bit later so that people could also either present or join us later in the day. In any case, I don't think we want English to be the colonizing language that it actually is, and that's why we're open for a mishmash of languages. Second thing I would like to add and say is to send Thilo Maraon's sincere apologies for not making it today. Professor Maraon has prior engagements in Amsterdam Law School, where he was just appointed as their International Arms Control Law Chair. But he will obviously join us in our next talks. The third thing I would like to say is about our talks. So just to give us a short introduction to those who are with us for the first time. In general, we always meet on the last Thursday of every month to discuss anything related to law, antisemitism, and seeing anything at all. So we've had artists join us, we've had academics join us, politicians join us, so different jurists join us, and we welcome all of you to participate either actively or passively. This time we've moved it to Wednesday for family reasons, and also it's a great way to end Simchat Torah, so that we are starting the new cycle of reading the Torah today. So this is a nice way to end and begin our winter talk, so to speak. The talks are meant to create safer space to speak about all of these issues. So again, feel free to ask anything anything whatsoever that you may have come up. Our presenters, so Meron today will speak for about 25 to 30 minutes, and the commentator today, Richard, will speak for about 10 to 15 minutes after that. The idea here is to have a few opinions, at least two opinions, if not more, presented to all of you listeners. And then, of course, to have the stage open for the audience to ask their questions. We are recording the first two parts and it will be presented on our YouTube channel soon enough, not the question and answers. So this is why it's a safer space. Only our commentators are being recorded. Before we move to presenting our talkers, I would like to present our two new team members. And the first is Anne-Kathrin Steger, who could wave to us, say hi, so that we see you in the... You want to unmute yourself? Anne-Kathrin earned her bachelor's in political and social studies from the Julius Maximilians University in Würzburg, and an MA in peace and conflict studies from the Goethe University in Frankfurt. By the end of 2020, Steger completed her LLM in international law at the University of Edinburgh in Scotland, and she's now with us, so we're very happy to have you on board. And then I would like to introduce Anna Pingen. Anna, great. Who will also introduce our speakers in a minute. And she studied law at the University of Toulouse, where she earned her bachelor's of law and her master's of law. And after she's finished with her master's, she started her PhD at the University of Freiburg,
where she commenced and recently finished her PhD dedicated to incitement to crime, which is a legal comparison between Germany and France. And her defense of the defense is scheduled for November. So then we're almost there. And we're very happy to have Anna on our team. So thank you so much. And now I'll just give the floor to Anna, who will present our talkers in German. I hope we'll have a super fascinating talk today. And thank you all for joining us. Thank you, Reut, for the introduction, the presentation. Da die weitere Veranstaltung auf Deutsch erfolgen wird, werde ich jetzt auch den Referenten und den Kommentator auf Deutsch vorstellen. Unser heutiger Referent ist Professor Dr. Meron Mendel. Professor Mendel ist Professor für transnationale soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Science und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Er ist außerdem Kolumnist in der Frankfurter Allgemeine Zeitung und Mitherausgeber des Sammelbandes Triggerwarnung, Identitätspolitik zwischen Abwehr, Abschottung und Allianzen, das 2019 erschienen ist und 22 Beiträge beinhaltet. Unser Kommentator Richard Schneider ist Filmemacher, Publizist und Dozent an verschiedenen Hochschulen. Er produziert für die ARD als Editor at Large lange Formate wie Dokumentationen und Reportagen. Zuvor leitete er 10 Jahre lang das ARD-Studio in Tel Aviv und das ARD-Studio in Rom. Daneben publiziert er regelmäßig in der Zeit, in der Süddeutschen Zeitung und dem Tagesspiegel. Er ist außerdem Autor von zahlreichen Sachbüchern zum Thema Nahostkonflikt, Judentum und Antisemitismus. Ich hoffe, ich habe für beide nichts vergessen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt einfach das Wort an Professor Mendel übergeben. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich habe gerade auf meinen Timer getätigt, damit wir in die 30 Minuten bleiben. Ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dieser schönen Runde und ich freue mich ganz sehr, dass Richard noch mich danach zerlegt und zerreißt wird. Das ist mir noch eine große Vergnügung. Ja, also ich meine, das Thema ist schwer und kompliziert und heute fällt mir noch schwieriger, darüber zu reden, weil nach etwa 20 Jahren, dass ich mit Antisemitismus zum einen, aber zum anderen die Diskurse über Antisemitismus auseinandersetze, dann merke ich, dass diese Arbeit kaum Früchte tragen, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, wir sind immer, wir verhacken uns immer mehr und immer stärker in eine Art von Sackgasse. Und der Anlass, warum ich das heute sage, dass heute hat die WDR verkündet, dass sie die Moderatorin Nemi El Hassan, eine palästinensisch-deutsche junge Moderatorin, nicht einsetzen werden als Moderatorin der Wissenschaftssendung Quarks. Das ist sozusagen der vorläufige Entschluss einer Debatte, die in den letzten 3 Wochen gelaufen ist, eine Debatte, die mit einer Enthüllungsgeschichte der Bild-Zeitung gestartet hat, danach flankiert wurde, sowohl von Pressemitteilung koordiniert am gleichen Tag, als das enthüllt wurde durch die AfD-Fraktion im Bundestag und dann später mit weiteren Enthüllungen in der Weltzeitung. Ich würde jetzt aufgrund der kurzen Zeit nicht näher an diesen Fall gehen, weil ich will aber betonen, dass hier wir haben wieder einen Fall, wo der Antisemitismus, ein realer Antisemitismus oder Antisemitismusvorwurf zu einem Spielball gemacht wird in der deutschen Öffentlichkeit. Und hier ganz schnell erleben wir 2 Lager, die konfrontativ unversöhnlich übereinander stehen. Die eine Seite prangert Antisemitismus, der andere Seite beschwert sich um die Instrumentalisierung des Antisemitismusvorwurfs. Und da diese Entwicklung ist schon länger zu beobachten. Ich würde einen wichtigen Punkt setzen auf der sogenannten Bembe-Debatte in 2019, kurz nach dem Ausbruch der Pandemie. Und die mit der Forderung zur Ausladung von der Philosophin Chimamanda Bembe als Redner in der Ruhr-Triennale. Das sind alle
so Ereignisse, wo man auch immer wieder diese Dynamik erfährt, wo, ich habe es jetzt in einer FAZ-Artikel benannt, ein Fußballstadien-Mentalität erkennt, wo die zwei Lager, die inzwischen die Akteure, die beide Lager sind, vor diejenigen, die im Feld sind, schon von vornherein schon bekannt. Und die werden immer sozusagen rekrutiert, wenn es neue Thema ist. Für mich als jemand, der Antisemitismus nicht als Spielball sieht, sondern ein echtes Problem, gerade als jemand, der aus der pädagogischen Arbeit kommt, ist das äußerst frustrierend, weil ich merke, wie wenig über die Gegenstände, über die reale Diskussion, Thema debattiert wird, sondern vielmehr entsteht die Dynamik, was machen, wo steht meine Mannschaft, und ich ziehe mich dann nach dieser Mannschaft und stelle ihr beiseite. Das ist sozusagen die, so als Vorwort. Und ich würde dann gerne dann die, nicht auf den Fall von Emil Hassan, sondern auf die letzte Eskalation in Gaza, zwischen Gaza und Israel im Mai dieses Jahr eingehen, um das zu analysieren. Was ich nicht machen werde, ist jetzt nicht auf die Antisemitismus-Definitionen eingehen. Dazu gab es schon hier in dieser Reihe einen sehr guten Vortrag und einen sehr guten Kommentar. Und von daher, mein Beitrag dazu wäre dann das zu sagen, oder meine These ist zu sagen, es geht uns eigentlich nicht um die Definition, es geht vielmehr hier in der Debatte um die eigene Vergewisserung, eigene Identität, um Gruppenzugehörigkeiten, um das Gefühl zu haben, ich bin auf der richtigen Seite. Und noch dazu kommt sehr viel sozusagen von der sozialen Mediendynamik und der Regungssteifen, um das noch schlimmer zu machen. Das werde ich versuchen, dann in den nächsten 25 Minuten noch ein bisschen zu analysieren. Ja, also wir kennen schon alle die Bilder im Mai, wo vor allem muslimische junge Männer, aber auch Frauen vor Synagogen demonstrieren, die Aufrufe Scheiß Juden. Wir haben sie in Gelsenkirchen gesehen, in Bonn, in Münster, in anderen. Hier in Frankfurt war es, dass die Pro-Palästina-Demo dann Richtung der Frankfurter Synagoge marschieren wollte und durch die Polizei aufgehalten wurde. Eine israelische Fernsehreporterin, Antonia Yamin, wurde von Böllern beworfen. Diese Bilder sind auch nichts Neues. Wir hatten die, also ähnliche Bilder schon in der Demos um Gazakrieg in 2014 gesehen. Wir haben sie auch wiederum 2017, als Trump die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt hat. Und was auch nicht Neues ist, die öffentliche Reaktion darauf. Nämlich, es gibt hier einen Reflex, dann ziehen die Politiker vor die Kameras und beteuern, in Deutschland gibt es keinen Platz für Antisemitismus. Dann werden ganz schnell die Antisemitismus- und Radikalisierungsexperten berufen in den Studien, entweder wirklich Experten oder von sich selbst behaupten, Experten zu sein. Und dann werden auch die islamischen Verbände aufgerufen, sich von Antisemitismus und Islamismus zu distanzieren. Das ist sozusagen ein Ritual. Und zugleich wird über wieder nochmal die Diskussion über importierte Antisemitismus, also ob das Problem des Antisemitismus ein Problem der Muslime in Deutschland ist. Dabei wird auch sehr viel ausgeklammert. Und auch hier wieder werden die zwei Lager gegeneinander. Die eine werden versuchen, das Ausmaß des Problems zu relativieren oder zu bagatellisieren. Und meinen, Antisemitismus ist doch sowieso nur ein gesamtgesellschaftliches Problem. Andererseits kennen wir die Stimmen, die von der AfD und Co. auch kommen, wo eigener Antisemitismus wird, versucht das zu verschleiern oder indem auf den Antisemitismus bei den Muslimen hingewiesen werden und auch das zu nutzen, um gegen Muslime zu hetzen. Das, was wir als Ergebnis sehen, dass alle Formen der Solidarität mit Palästinensern grundsätzlich unter Verdacht geraten. Da werden in einem Topf geworfen, wenn jemand Free Palestine sagt oder sagt, from the river to the sea, Palestine will be free.
Hier wird keine Differenzierung, alles wird als Antisemitismus auch gesehen und verstanden. Ja, also das bringt mir zu zwei wichtigen Fragen, die wir uns stellen sollen. Also einmal, wie lässt sich eine Kritik an die israelische Regierungshandeln äußern und auch eine Solidarität mit Palästinensern, ohne in antisemitische Klischees zu verfallen? Und zugleich stellt sich die zweite Frage, wie kann man aber auch Solidarität mit Israel zu zeigen, ohne gleich sich vor die Situation der Palästinenser, der palästinensischen Bevölkerung zu versperren. Ich habe schon ernannt, dass ich betrachte, dass in der öffentlichen Diskussion in der Regel ist der Fall, entweder entscheidet man sich für eine Partei oder für die andere Partei. Es war auch aus meiner Sicht exemplarisch, als wir dann im Mai an einem Tag zwei Presseerklärungen bekommen. Einmal hat sich der Koordinierungsrat der Muslime erklärt, die Schuld vor die Eskalation liegt ganz klar auf die israelische Seite. Am gleichen Tag, wie gesagt, hat der Zentralrat der Juden fast identische Presseerklärung veröffentlicht, nur mit einem kleinen Unterschied. Bei dem Zentralrat lag die Verantwortung ganz klar auf Seiten der Hamas. Wir haben aber auch in den sozialen Medien gesehen, wie schnell sogenannte Aktivistinnen und Aktivisten haben die bis dahin sehr verbreitete Profilfoto auf Insta von Black Lives Matter umstandslos zu Palästina-Flaggen ersetzt. In der Regel, das sind Leute, die sich mehr in Kosmetik auskennen oder Auslandsreise. Plötzlich sind sie in Leib und Seele auf der palästinensischen Seite, ohne wirklich irgendwelche historische Kenntnis über die Situation oder die Geschichte, den Auskonflikt zu haben. Genauso reflexhaft verlief aber auch in der Öffentlichkeit, dass in sehr viele Rathäuser, auch in der Hessische Landtag und anderen, die israelische Fahnen gehissen wurden und in den Demonstrationen standen gegenübereinander einmal Palästina-Flaggen, Türkei-Flaggen, Hamas-Flaggen, auf der anderen Seite Israel-Flaggen. So schnell gerät man wieder in so eine Art von sozusagen nationalistische Gedankengut. Wenn von hier kritisiert wird, wird Nationalismus im Nahost kritisiert oder als Teil des Problems gesehen wird, verfällt man ganz schnell auch hier in diese Denkmuster, in eine nationalistische Gedankengut. Ja, also einseitige Parteinahme ist vielleicht psychologisch die einfache und auch so eine schmutzige Lösung, aber die befreit nicht, die kann nicht aus dem Dilemma befreien. Wie können wir, wenn wir sagen, wir sind antirassistisch und auch anti-antisemitisch, wie können wir das gleichzeitig unter einem Hut bringen? Wir kennen von sehr viel, also sogenannte der postkoloniale Linke, diejenige, die sich zum einen sehr, sehr gut auskennen in Mikroaggressionen, dass sie dann die über transgenerationelle Trauma, was auf Kolonialismus geht, sehr affin sind. Interessanterweise, wenn es geht um Israel, wenn es geht um Zionismus, wenn es geht um Juden, werden gerade diese Werkzeuge ganz schnell in Schublade gesteckt und in Vergessen geraten. Und man guckt nur auf also ganz schnell werden Israelis als Kolonisator, als Teil des Westens gesehen. Jahrhundertelange Verfolgung, Geschichte von Juden in Europa wird ausgeklammert und ganz schnell wird das hier als der Zionismus als ganz große kolonialistische Projekt etikettiert. Wir haben das gesehen, dass auch Organisationen wie Friday for Future fast reflexhaft, wenn das der Konflikt begonnen hat, eine sehr zweifelhafte Sprachbilder gepostet hat, wo zum islamistische Insta-Accounts von Blut der Martyre und andere anti-israelische Propaganda verbreitet wurde.
Ja, also auf diese Weise wird, ist es für diese Art von Gedanken ganz einfach. Es wird das ganze zionistische oder Israel als solche, als Rassismus gesehen, und dann ist es klar, wer gut und wer ist böse in diesem Konflikt. Auch die Vorwürfe der Apartheid, ich will dazu nicht so viel eingehen, aber das wird auch solche Vorwürfe nicht irritiert, auch wenn gleichzeitig wird in die israelische Regierung jetzt auch eine arabische Partei als Teil der Koalition aufgenommen. Und das Ganze, und auch parallel dazu ist eine Weichspülung der Hamas, der wird in Teile der Linke als Teil der globalen Linken gesehen, wie damals noch Judith Butler gesagt hat. Ich hatte selbst während des Konflikts die Vergnügung, ein Gespräch mit der Bettina Marx zu haben, die Leiterin von Heinrich Schütz Stiftung in Ramallah, zu diskutieren, und irgendwann war ich war ratlos, weil sie hat so eine Art von Lobeslied für die Hamas gesungen, da ich dachte, das kann doch nicht sein, dass Menschen, die sich als links verstehen, die Hamas in so eine rosige Farben als Befreiungsbewegung und als irgendwie progressive Befreiungsorganisation auch darstellen. Alle diese Argumentationsmuster habe ich jetzt gerade wiederholt, um das klarzumachen, dass das sind Argumentationsmuster, die darauf hinauslaufen, eine klare Trennung zwischen Gut und Böse zu schaffen. Sie sind auch für uns als Menschen sehr einfach, weil da gibt es auch, da kann man sich die Auseinandersetzung mit komplexen geschichtlichen Verhältnissen ersparen und eine ganz deutliche Position einzunehmen. Aber das Problem ist nicht nur bei linken Gruppen, sondern wir sehen, dass auch in bestimmten muslimischen Milieus auch so ein Konsens entsteht, wo ein Synonym ist, dass zwischen Israel und Böse und zwischen Israel und Juden. Da findet hier wieder eine sehr merkwürdige Koalition zwischen den Linken und auch islamistische Gruppen, nicht nur islamistische, sondern auch nationalistische. Wir beobachten schon seit einigen Jahren, wie türkische Nationalisten, wie die Grauen Wölfe, wie auch islamistische Organisationen wie Generation Islam oder Realitätsislam ganz bewusst und strategisch den Nahostkonflikt nutzen, um Leute zu ziehen und und dafür auch ihre Anhängerschaft zu vergrößern. Wenn man das international betrachtet, das ist keine Besonderheit in Deutschland, sondern das ist eine Strategie, die in der arabischen Welt und in der muslimischen Welt sehr verbreitet ist. Der interessante Case Study ist die Politik der Türkei, die traditionell israelfreundlich war. Recep Tayyip Erdogan hat einen Kurswechsel vor etwas Jahrzehnt gemacht, und dann versucht er, oder sehr erfolgreich, sich als der Anführer der muslimischen Welt zu generieren, indem er klare anti-israelische Positionen und zugleich auch antisemitische Positionen auch einnimmt. Seine Äußerungen im letzten Konflikt gingen in der Richtung, dass, ich zitiere, dass es gibt Terrorismus gegen die Palästinenser. Dieser Terrorismus liegt in der Natur der Israelis, und sagt, das ist ein Zitat, die Israelis sind Mörder, sie töten Kinder, die 5 oder 6 Jahre alt sind, sie sind erst zufrieden, wenn sie ihr Blut aussaugen. Das sind, Zitat Ende, das sind die uralte antisemitische Topos von Juden als Kindermörder, und das auch impliziert auf die mittelalterliche Ritualmordlegenden.
Aber das hat Erdogan erfunden, sondern wenn man sich mit dem Nahostkonflikt auskennt, dann weiß man, dass die Palästinenser waren immer ein Faustpfand für arabische Politik. Das ist nicht Zufall, dass nur bei Palästinenser der Geflüchtetenstatus vererbt ist, im Unterschied zu anderen Geflüchteten auf der Welt, um das sozusagen vor die arabischen Länder das Problem als Mittel gegen Israel immer wieder neu zu stellen zu können. Die Palästinenser werden in den arabischen Ländern nicht in der Gesamtbevölkerung integrieren, sondern ganz bewusst als in der geflüchteten Lagern auch behalten, damit um Gottes Willen der Druck auf Israel nicht kleiner wird. Der Druck der Palästinenser, die aus deren Not ist und wollen zurück zu ihrer alten Heimat. Ganz interessant ist, wenn man schaut, wie reagieren in sozialen Medien, wenn Palästinenser durch israelische Besatzung unterdrückt werden, im Vergleich, wenn Palästinenser durch arabische Politik unterdrückt werden. Da, wenn es von arabischen Ländern ist, ist natürlich die Erregungssteife, die Empörung deutlich kleiner, bis gar nicht existiert. Sondern zum Beispiel leben 91% der Palästinenser in Syrien unter absoluter Armut. So sind die Zahlen, aber das interessiert doch keiner. Wir sehen auch hier, ich komme zurück sozusagen von der Internationale wieder nach Deutschland zu unserer Arbeit in der Bildungsstätte Anne Frank, wo wir festgestellt haben, dass es genau so funktioniert, dass in der deutschen Migrationsgesellschaft die Jugendlichen, die kommen aus sehr unterschiedlichen arabischen oder muslimischen Ländern, in der Regel kennen sich überhaupt nicht aus, was im Nahostkonflikt ist. Sie sind auch unterschiedlich von ihrer religiösen Ausrichtung, von ihren Sprachen. Und öfter, das kann ich sozusagen wirklich aus unserer Praxis sagen, also öfter ist der Klebstoff, wo dann so eine Art von deutsch-muslimische Identität entsteht, ist durch die Feindschaft gegenüber Israel und auch durch bestimmte Feindbilder, die bewusst generiert werden und instrumentalisiert werden durch die ausländische türkische und arabischsprachige Medien zum einen und durch die Organisationen, die hier arbeiten, wie Generation Islam, Identitätsislam, das sind beide, die vor allem im Netz ihre islamistische Propaganda verbreiten, auch die Grauwölfe und andere. Also das sind die Situation, in der wir arbeiten. Und die Frage ist natürlich, wie kann man die Grenze ziehen zwischen die Instrumentalisierung der palästinensischen Sache, um eine anti-israelische Propaganda und auch bis zu Antisemitismus zu verurteilen, aber gleichzeitig, und das ist ein Punkt, der heute mir sehr, sehr wichtig ist, gleichzeitig nicht pauschal jede Form der Solidarität mit den Palästinensern zu kriminalisieren und als Antisemitismus zu verbuchen. Weil es gibt auch eine Realität in besetzten Gebieten und tatsächlich, seit mehr als 60 Jahren gibt es eine Besatzung. Und wir können darüber streiten, wer die Schuld dafür trägt. Das ist aber jetzt nicht der Gegenstand meine Talk heute, sondern vielmehr würde ich sagen, es muss legitim sein, dass man sich mit den Palästinensern identifiziert. Das muss legitim sein, dass man auch hier auf der Straße Free Palestine auch aufruft. Es muss legitim sein, dass die israelische Politik kritisiert wird. Und auch wenn ich persönlich nicht mit allen Sachen auch zustimmen werde, kann das nicht alles dann unter Antisemitismus verbucht werden. Denn wenn wir die Palästina-Solidarität in der Schmuddelecke, wenn sie nur in Schmuddelecke stattfindet kann, wenn das wirklich diese Verdachtkultur weiter existiert,
spielen wir in die Hände der gerade der Gruppierungen, die das instrumentalisieren wollen. Weil es wird gerade in diese Gruppierungen auch da damit gearbeitet, mit dieser Opferidentität, mit der Vorstellung, die Juden kontrollieren alles und wir werden immer dafür bestraft. Und das ist eigentlich der große Paradox, weil wenn mit der Waffe der Antisemitismusvorwurf übermäßig viel gearbeitet wird und nicht sensibel genug, dann besteht die Gefahr, dass damit Antisemitismus nicht verkleinert wird, sondern ganz im Gegenteil, der kriegt einen Vorschub, weil dann werden Leute damit bestätigt, dass tatsächlich die Juden alles kontrollieren und diese Fantasie, dass die jüdische Allmacht die Politik und Medien kontrolliert, bekommt paradoxerweise so eine Art von Bestätigung. Aber es ist nicht nur so, dass die Palästinenser falsche Freunde haben. Wir erleben, dass auch die Israelis oder die Juden falsche Freunde haben. Die Bekannte sind die AfD, die sich, ich habe schon erwähnt, die erste springen drauf, wenn es die Möglichkeit gibt, Muslime zu kritisieren und sie als Antisemiten darzustellen und eine Solidaritätsbekundung mit Israel zum Ausdruck zu bringen. Die AfD ist sicherlich die Israel-treueste oder mindestens regierungstreueste Partei im Deutschen Bundestag. Aber es ist, beginnt bei der AfD, aber endet nicht bei der AfD. Ich beobachte mit Sorge die Richtung, dass die Springer-Presse in den letzten Jahren noch verstärkt genommen hat. Der Springer ist natürlich auch in seinem Grundsatz Loyalität zu Israel, zu Existenzrecht Israel verpflichtet. Das hat aber in den letzten Jahren nochmal eine Richtung bekommen, wie im Fall von Nemil Hassan eine Art von über der Antisemitismusvorwurf auch eine Art von Vorschub geleistet wird zu Kampagnen, die vor allem auch Menschen mit Migrationshintergrund gegen Muslime dann gerichtet werden. Und nicht allzuletzt, das sind in der Deutsche Linke die sogenannte Antideutsche, oder das ist natürlich keine Selbstbezeichnung und ist keine feste Gruppe, aber da unter diese Etikette Antideutsche habe ich in den letzten Jahren immer wieder erlebt, so eine Art von Gefühlslosigkeit gegenüber den Palästinensern. Ich war hier in Frankfurt auf einer Demo, wo eine große Transparent gab, Palästina Hals Maul, wo die bestimmte Regierungshandlungen in Israel einfach zwangshaft gerechtfertigt werden, weil es einfach richtig sein muss, weil die Israelis das immer richtig machen. Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder solche sinnlose Diskussionen gehabt, weil sie zum nichts führen. Ja, also wie kommen wir, und ich habe noch 4 Minuten und komme zum Schluss, und die Frage, wie entkommen wir also der Art von polarisierter und verhärteter Diskurs? Also als erstmal, der erste Daumenregel ist zu sagen, schau rechts und links, mit wem ziehst du mit deinem Urteil? Bist du auf der Seite einerseits von Islamisten, türkischen Nationalisten? Oder bist du von der anderen Seite, ziehst du zusammen mit Neue Rechte, mit Netanyahu-Fans oder auf einer Kampagne, oder steigst du auf einer Kampagne der Springer-Presse, der Bild-Zeitung oder die Welt? Wenn es so ein Fall ist, dann muss man sich erstmal generell das alles in Frage stellen. Ist meine Position differenziert genug? Habe ich wirklich alle Aspekte in Betracht genommen? Vielleicht werde ich für einen oder anderen Zweck, und das betone ich, der nicht unbedingt mit Antisemitismus zu tun habe, instrumentalisiert und eine Karre gespannt, die eigentlich nicht meine eigene Position widerspiegelt. Weil wer Solidarität ernst meint, egal ob Solidarität mit,
Juden mit Israelis oder mit Palästinenser, wenn das man das ernst meint, darf nicht auf eine zusammen mit Fundamentalisten und nationalistischen Kräften verbunden sein. Ich habe schon einleitend gesagt, wir müssen verstehen, das Problem, Großteil des Problems im Nahosten ist das Problem des Nationalismus, der Fundamentalismus. Und wenn man diese Kräfte hier Vorschub leisten, dann tun wir uns keinen Gefallen, dann sind wir nicht Teil der Lösung, wir sind Teil des Problems. Von daher warne ich vor simple Erklärungsmuster und plädiere für Differenziertheit, für Fehlertoleranz. Ich plädiere dafür, dass wir hier immer uns die Frage stellen, nicht ob die Palästinenser oder die Israelis recht haben, sondern welche Kräfte wollen wir stärken innerhalb der israelischen Bevölkerung, in israelischer Politik? Welche Kräfte wollen wir stärken innerhalb der palästinensischen Bevölkerung, innerhalb der palästinensischen Politik? Und wenn man diese Differenzierung getroffen hat, dann kann man auch sicher sein, dass man auch in der heutigen Diskussion auf der richtigen Seite ist. Vielen Dank.